Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy 15. So, nach der ganzen Reiterei mit unseren Chocoballs bin ich jetzt endlich da. Ach, kurzer Disclaimer, falls euch das wundert. Diese ganzen Folgen, die jetzt halt noch kommen, sind alle vorproduziert. Das wäre schon längst in Altissia. Wenn wir wiederfahren würden. Wann geht's denn weiter? Der Hafen ist noch immer auf unbestimmte Zeit geschlossen. So. Nee, warte, wir machen noch ein bisschen lauter. So. Das hat nämlich den Grund, da... What the fuck hat das gerade... Dass ich gerne das Projekt jetzt endlich mal beenden möchte. Und das wird jetzt halt nur noch klappen, wenn ich das vorproduziere. Jetzt spring doch da hoch! Hallo! Ey, das muss doch möglich sein. Come on. Wir machen Huckepack mit dem Chocobus. Warte. Verpiss dich, Ignis. Mann. Gibt's irgendwo eine Treppe oder so? Wie soll ich da jetzt hochkommen? Könnt ihr aufhören zu gehen? Ich wollte eigentlich schon längst da hochspringen und. Weil ich habe jetzt extra nochmal gewartet, weil ich dachte, jetzt kommt hier irgend so eine Cutscene oder irgendwas, was getriggert wird. Aber der Einzige, der hier getriggert wird. Ist Karl bekannt? Noch nie von ist gehört? Natürlich. Nein, es ist nur ein kleiner Hafen, den König Regis früher genutzt hat. Sicher ist noch alles wie vor 30 Jahren dort. Der schönste Hafen bringt nichts. Ohne Boot. Ja. Wir treiben sicher auch noch ein Boot auf. Meinst du? Mal, warum schaffe ich das denn nicht? Komm, jetzt aber. Komm schon. Ich find's geil, dass das Prompto schon oben ist. Warum seid ihr alle schon oben? Was ist das für eine Scheiße? Ich und Ignis sind immer noch hier unten. So, jetzt völlig an dem Stein so klippen und dann... Okay, dann nicht. Hey Leute, gut, dass ihr mich nicht alleine lässt. Das ist doch nett. Okay, Leute, jetzt aber. Springe auf den Scheißstein. Ich flippe aus. Ja? Und jetzt hoch. Na, geht doch! War doch nicht so schwer. Oh Mann, ist das dumm. Okay, hier ist diese Basis, die wir einnehmen sollen, damit wir unseren Regal ja wieder bekommen. Die Erdbeben haben nachgelassen. Stimmt, die gab's ja auch noch. Ja, die waren ja nur da wegen dem Titan. Diese Mucke ist so geil. Ja, ich hoffe, es ist mal nicht zu laut und ich bin nicht zu leise. Das ist ja immer das Problem, wenn man seit langem wieder anfängt. Eine richtige Festung. Wie kann sie mit diesen soliden Mauern überhaupt fliegen? Unglaublich. Die Mauern sind Überbleibsel eines früheren Krieges. Das Imperium nutzt sie, um seine Basis nach außen hin zu verstärken. Wir brauchen einen Plan. Infiltration der Archeobasis. Erhole dich von Beginn der Operation durch eine Übernachtung am nahegelegenen Sudmogger-Refugium. Ignis wird an der Lagestelle die Strategie klären. Okay. Ja, die ist ja direkt um die Ecke. Da gehen wir mal kurz chillen. Und dann wird Ignis mal kurz hier Stift und Zettel rausholen und alles planen. Wie die immer kreischen, wenn man springt. Immer diese Vögel. Wie? Ja, also bei mir ist es jetzt halt der 28.09. Ich weiß nicht, wann ich das hochlade. Kann sein, dass ich es nächsten Monat schon hochlade. Wir werden es mal gucken. Soll ich jetzt zelten? Ich glaube, ich schlafen zelten. Unterm Sternenhimmel. Ja, beim Zelten. Und jetzt wird wahrscheinlich jetzt geplant. Okay. Ja. So, erstmal. Oh, ich habe hier neue Rezepte drin. Was ist das hier? Grünes Curry? Ah, nee, warte mal, ich bin falsch. Reis mit Geflügel und Ei. Feiner Orangenkuchen. Ah, Orangenkuchen mag keiner. Gemüsecurry. Pionierspieß. Makrele vom Grill. Aha. Irgendwie. Was ist das da unten? Gardisten. Gommentenschmaus. Also ich will eher für. Das hier, Reis mit Geflügel und Ei, weil auch Noctis das mag.
deswegen. Und mit Gitarrkraut. Boah, das sieht auch wieder lecker aus. Guten Hunger. Gut. Ja, die Bilder sind schön. Und wimmelte es nur so vor Feinden. Weiß ich. Ignis, irgendeine brillante Idee? Ein Frontalangriff ist ausgeschlossen. Uns bleibt nur eine Option. Wir müssen die Basis nachts infiltrieren. Im Schutz der Dunkelheit fallen wir nicht so leicht auf. Und jetzt? Sammeln wir Informationen zur Basis. Wir sollten herausfinden, wo der Regalia verborgen sein könnte. Sobald wir genug wissen, arbeite ich eine geeignete Strategie aus. Klingt nach einem Plan. Endlich holen wir uns unseren Regalia zurück. Schön, wie unsynchron er war. Ja, natürlich will ich die beginnen. Wofür habe ich gerade die Aufnahme begonnen? Wenn ich doch jetzt sage, ich sag doch jetzt nicht, oh ja, ich will die Aufgabe jetzt nicht machen. Vielleicht, weil man nicht speichern kann währenddessen, aber das ist ja nicht so schlimm. Dann macht man einfach weiter. Wenn die Mutti reinkommt und sagt, mach aus, dann machst du weiter. Scheiß mal auf die Mutti. Suchen wir als erstes den Regalia. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Lasst uns mit äußerster Vorsicht vorgehen. Bei Tagesanbruch ziehen wir uns zurück. Ja, selbst wenn wir den Wagen bis dahin nicht gefunden haben. Wir müssen auf Nummer sicher gehen. Gut, ich verstehe. Also wir können jetzt hier nicht wie Affen hier reinkrachen, sondern wir müssen schön leise sein. Jo, er guckt. Digga, wo ist die Musik? Irgendwie fehlt mir. Auf mein Signal greifen wir an. Bis dahin haltet eure Positionen. Verstanden. Ey, mir fehlt die Musik. Okay. Ah, zwei, da kommt sie ja. Da ist die Musik. In imperialen Basen kannst du Gegner durch Warp-Angriffe von hinten mit einem Schlag ausschalten. Ja, ja. Ich weiß das schon. Los! Weg mit dir. Und weg mit dir. Gut so. So wird das gemacht. Großartig, Nockt. Spitze. Und jetzt rein hier. Ich will meinen Wagen wieder haben. Mein Porsche Cayman S. Nee, ich weiß gar nicht, welche Automarke das ist. Nockt, was ist denn? Suchscheinwerfer. Dann schießen wir die einfach ab. Es ist wieder sicher. Schön vorsichtig. Okay, verstanden. So, sneaky peeky. Hey! Fette Dinger. Versteckt euch. Ja, ich bin doch schon versteckt. Ist weg. Das war ein Magitech-Mech. Mit dem will ich mich nicht anlegen. Unser Ziel ist der Regalia. Bleibt in den Schatten. Okay. Mir ist es eigentlich egal, welches Teil das ist. Hauptsache, ich bin hier weg und hab meinen Wagen. So, lass mir mal vorgehen. Bin hier der Spezialist. Greif von hinten an. Beende es, bevor es jemand merkt. Gut. Schalten wir die nächsten aus. Warte, sie gehen getrennt. Hä? Warum darf ich jetzt nicht greifen? So, einer. Da ist der zweite. Wo ist der letzte? Da drüben. Hab sie. Gut gemacht, Nockt. Weiter so. Dankeschön. Und hier vorne können wir wahrscheinlich die Barriere ausschalten. So. Einmal reinhacken. Easy peasy. Gut. Ist das die Stromquelle? Ein Magitech-Sender, wenn mich nicht alles täuscht. Das würde erklären, warum die Magitech-Infanterie in der Umgebung so ungewöhnlich stark ist. Zerstören wir ihn. Dann müssen wir nicht schleichen. Nein. Erst müssen wir den Regalia finden. Leise jetzt. Wir dürfen sie nicht alarmieren. Okay. Kann ich sie nicht wieder von hinten angreifen? Sechs diesmal, okay. Wo ist denn? Hier ist hier oben einer? Ja, wie soll ich so schnell das schaffen? Okay. Einmal du. Du.
Du? Da unten ist noch einer. Und der letzte, wo ist er? Da. Ach, da ist noch einer. Okay. Okay. Nicht übel, Nacht. Aus dir wird noch was. Ach, danke. Das war doch nichts. Das war der Wagen. Jawohl, mein 100.000 Euro Wagen. Da ist das gute Stück. Heute muss unser Glückstag sein. Ja, er scheint glücklicherweise unbeschadet zu sein. Ja, geht einfach hin. Scheiß mal auf, dass sie uns sehen. Neuer Plan. Wir müssen den Regalia irgendwie hier rausschaffen. Ja, was machen wir jetzt? Ja. Oh, okay. Ja. Okay. Wir haben wohl keine andere Wahl. Jo, der hat mich direkt mal fett weggenatzt. Opto, einmal reinschießen. Hat Noctis gerade Bastard gesagt? Nicht schlecht. Okay. Ey! Es ist noch nicht vorbei. Hört das denn nie auf? Spar dir den Atem fürs Kämpfen. Zielt auf die Magitech-Tanks. Die Explosionen werden für uns alle Gegner im Umkreis aus dem Weg räumen. Ja, wo sind denn diese Geschütztürme, wenn ich fragen dürfte? Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Scheiß auf. Ich zerschmettere dich! Einmalig! Ey, das war so ein guter Angriff gerade. Dankeschön. Verpiss dich, Sniper, ey. Du bist mir den ganzen Tag auf den Sack. Kann ich nicht auf das Fass zielen? Umgebracht. Umgebracht. Wir nehmen den Magitech-Sender und räumen wir hier auf. Nacht. Fügt dem Sender so viel Schaden wie möglich zu. Das müsste den Feind schwächen. Das wird aber laut. Wir wurden eh schon entdeckt. Gib alles. Okay, auf geht's. Ja. Jetzt ab dahin. Hier ist noch eine Barriere. Komplett falsche Musik, ich weiß. Basis zum Spielfeld. Wir verwirren sie durch unsere Bewegungen. Dann haben wir leichtes Spiel. Ja, erstmal die Scharfschützen wegmachen. Oh, ich habe meine Königswaffen bereit. Guck mal, ich brauche gar nicht meine Königswaffen. Ich bin schon so krass. Gut, Jungs, wir haben es gleich geschafft. Vorwärts. Yo. Yo. Er sagt einfach yo. Okay, hier rein. Oh nö, nicht zwei davon. Na, das wird ja was. Okay. Warte, ich dir zu. Königswaffen bereit? Was denn sonst? Das Magitech-Feld wurde deaktiviert. Yep. Das ist unsere Chance. Oh, ich kann jetzt. Ich kann jetzt meinen Gott beschwören. Zeus kann ich jetzt beschwören. L. Ich drück doch L. Jetzt.
Heilige Gottes Maria. Das war ja irre. Und allem Anschein nach äußerst effektiv. Ja. Kommt, gehen wir zurück zum Regalia. Das war mehr als effektiv. Zeus hat ja mal übelst aufgeräumt. Ach, Kinderspiel, was? Dieser Teil hier, ja. Durch diese Mission haben wir dem Imperium heute schwer zugesetzt. Der General wird äußerst zufrieden mit uns sein. Das wird... Bestimmt erwarten uns in Zukunft noch öfter solche Missionen. Wir sollten einen Namen dafür finden. Hä? Vielleicht Basenbruch. Klingt doch genial, oder? Und mit so einem Codenamen steigt die Motivation. Ah ja, nicht alles braucht einen Namen. Schon gar nicht so einen miesen. Seid doch nicht solche Spielverderber. Wir kürzen es einfach mit BB ab. Wenn's dich glücklich macht. BB, Digga. Basenbruch. Das ging eher wie so Operationsnamen. Wie so Raid. Nennen wir es einfach Raid. Klingt doch geiler. Jungs! Lange nicht gesehen? Noctis. Avus. Also hast du die Kraft von Ramu empfangen. Und dabei weißt du nichts über die Konsequenzen. Ey! Stehen bleiben. Alle. Was geht hier vor? Niemand war so würdig wie ich. Erstarrt in Ehrfurcht vor dem König. Lang lebe der Erwählte des Kristalls. Ganz schön arrogant für einen Verräter wie dich. Nicht mal deine eigene Schwester ist sicher vor dir. Was erwartest du von einem General deines Feindes? Schild des Königs. Hast du was dagegen? Ein brüchiger Schild schützt niemanden. Du Dreckskerl! Vielleicht ist dein Schicksal, dass du heute hier stirbst. So, genug jetzt, Kinder. Brauchst du Hilfe? Nicht von dir. Lasst mich doch helfen. Spar dir den Spott. Ich lass das Militär abrücken. Und was springt für dich dabei raus? Vielleicht können wir das in Altissia besprechen. Wir haben nämlich auch etwas mit Ihrer Heiligkeit zu bereden. Stimmt's? Wir sehen uns dort, Majestät. Gute Reise. Wer war der Typ? Das war Ravus. Er ist Luna Freyas großer Bruder. Sein Butterbruder. Die Armee hat gestern die Sperrung der Daskischen Fernstraßen aufgehoben. Die zur Durchsetzung der Sperrungen errichteten Anlagen werden derzeit restlos abgebaut. Die luzische Interimsregierung rät trotzdem von einer Benutzung der Verkehrswege fürs Erste abzusehen. Da es vermutlich noch einige Zeit zu weiteren Verkehrsstörungen kommt. Also, dass der Typ auf der Basis Lunas Bruder war? Der Oberkommandant von Niflheim. Sein Vorgänger muss wohl gefallen sein. Im Krieg kann sogar ein Sohn Tenebres aufsteigen. Aber warum will er das überhaupt? Wen kümmert's? Zumindest kämpfen kann er. Er will Macht? Dann lasse ich ihn meine spüren. Aber warum ist er dann bei den Imperium, bei den Niflheimer, wenn er doch eigentlich für seine Schwester, für seine Schwester ist? Das verstehe ich nicht so ganz, aber gut. Der Typ wirkt halt echt so unsympathisch. Du magst meine Schwester? Kriegt auf die Schnauze. So war halt wirklich. Ich mag solche Leute eigentlich nicht. So. Lass mich doch, wenn deine Schwester so das möchte, dann schnauzt deine Schwester an, mich nicht. Erstmal in die falsche Spur fahren. Ich find's auch so geil, dass man hier wirklich in der falschen Spur fahren darf. Und das Spiel hat so gar kein Problem damit.
Okay, kleinen Katzen. Bis nach Lestallo. Okay, auf einmal hat sich das Wetter hier in Lestallo geändert. Ja, und es ruckelt übelst, aber egal. So, einmal parking into the box, box, box. So. Unser goldene Sportwagen. Sollten uns ein kühles Plätzchen suchen. Gönnen wir uns heute ein klimatisiertes Hotelzimmer? Oh, mit Sicherheit gibt es eine adäquate Unterkunft in der Nähe. Ey, was für geizige und wohlhabende Prinzen. Hauptsache ein klimatisiertes Hotelzimmer. Wenn die halbe Welt untergeht und ihr Zuhause zerstört ist, Hauptsache das klimatisierte Hotelzimmer. Es tut mir so leid. Ich hab's nicht nach Kaim geschafft. Das Militär war hier, während ihr weg wart. Sie wurden wütend, weil wir dich nicht verraten wollten. Dann haben sie Jared. Sie haben... Iris, was ist mit Jared? Sie haben ihn umgebracht. Tut mir leid. Alles nur meinetwegen. Ich konnte gar nichts machen. Es ist nicht deine Schuld. Das Imperium wird dafür büßen. Versprochen. Ich möchte helfen, Prinz Noctis. Ich werde mit Terke zusammen nach Kaim gehen. Denn hier können wir nicht bleiben. Verstanden. Oh nein, der alte Mann ist gestorben. Sorry, aber ich bin nicht der Einzige, der das übelst boring gerade gefunden hat. So diesen alten Typen, den habe ich nicht mal kennengelernt. Und trotzdem stirbt er auf einmal. So, und das interessiert mich eigentlich nicht. Jo, was ist das für... Warte mal, was war das denn gerade für ein geiles Bild? Das sieht cool aus. Fotospeichern. Oder auch das hier, das sieht nicht schlecht aus. Ja, natürlich der Rabus. Das wird mein Thumbnail bestimmt. Gut, Leute. Und dann wäre es das erstmal für diese Folge gewesen. Oh, kommt der Katzi. Sollte mir diese trailerartige Cutscene jetzt sagen? Naja. Kapitel 6. Erwachen. Unterhalb des Leuchtturms am Kap Karim im südlichen Kelim befindet sich eine geheime Angelstelle,
der Lutschen Könige, in dem ein Boot von Noctis Vater ankehren soll. Die vier Freunde machen sich daher auf den Weg zur Küste. Ich kann Iris einfach nicht alleine nach Kaim fahren lassen. Wir müssen halt etwas zusammenrücken. Tut mir leid. Fahren wir los? Sid und Sidney sind auch schon in Kaim und reparieren das Boot für uns. Oh, großartig. Ja. Jared hatte das organisiert. Jared. Die gute Seele. Nein, nicht Jared. Oh, Jared. Okay. Ja, dann war's das erstmal mit dieser Folge. Und Jared wird euch liebe Grüße schicken für die nächste Folge. Haut rein. Ciao, ciao.